O zabranie głosu proszę pana Kramer. Dwie minuty. Proszę bardzo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen. An erster Stelle möchte ich mich beim Berichterstatter Karl Schlüter für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich glaube, es ist bekannt, dass wir beide eher nicht immer einer Meinung sind. Aber die Tatsache, dass wir morgen für einen Kompromiss stimmen, der eine Einigung in erster Lesung ermöglicht, ist doch erfreulich. Ich begrüße es auch, dass der Kompromiss einige der Forderungen aus dem Umweltausschuss, wie die voreilige Einbeziehung von PFOA ohne eine vorausgegangene Risikobewertung, nicht berücksichtigt. Die Toxizität von PFOS ist unstrittig und wird auch von der Industrie nicht infrage gestellt. Schließlich war es die Industrie selbst, die in besonders kritischen Anwendungen wie Konsumgütern auf die Verwendung von PFOS verzichtet hat. Aber in einigen Branchen am oberen Ende der Wertschöpfungskette, wie in der Luft- und Raumfahrt oder der Halbleiterindustrie, kann derzeit auf die Verwendung von PFOS nicht verzichtet werden. Ein Verbot von PFOS oder eine zeitlich streng begrenzte Ausnahme würden einigen Spitzentechnologiebranchen die Planungssicherheit nehmen. Hier hat die Kommission in ihrem Vorschlag bereits sinnvolle Ausnahmeregelungen vorgesehen, die unbedingt beibehalten werden müssen, solange es kein adäquates Substitut gibt. Das Problem mit PFOS ist aber nicht die Verwendung des Stoffes in diesen Branchen, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich der Stoff nach wie vor in alten Textilien wie Teppichen oder Kleidungsstücken befindet und von dort aus in die Umwelt gelangt. Lassen Sie mich noch einige abschließende Worte zur Stoffpolitik der EU auch im Hinblick auf die bevorstehende REACH-Debatte sagen. In der Chemikaliengesetzgebung der EU muss eine Balance zwischen der sozioökonomisch sinnvollen Verwendung bestimmter Substanzen und hohen Umweltstandards gefunden werden. Ausnahmen müssen, wie bei PFOS, immer dann möglich sein, wenn keine adäquaten Alternativen existieren. Das Ziel der Chemikalienpolitik muss schließlich die sichere, risikobasierte Handhabung von Chemikalien sein und nicht die ideologische Politik pauschaler Stoffverbote. Ich hoffe, Herr Kommissar, dass Sie auch in Zukunft weiterhin für eine vernünftige Chemikalienpolitik einsetzen werden. Vielen Dank.